Horizon Zero Dawn. Herzlich willkommen. Wir zocken hier mit der Aloy, die gerade auf ihrem Pferdchen sitzt. So, was wollen wir machen? Wir wollen als nächstes hier hochgehen. So. Unser Ziel nach wie vor hier oben das Ding. So. Das ist einmal hier. Das hier. So. Wir wollen aber auch jetzt den Panoramablick hier mitnehmen. So, die Frage, warte mal. Die Frage ist, wie kommen wir hier hoch? So. Ich würde jetzt versuchen, zu dem Lagerfeuer zu kommen und von da aus würde ich versuchen, erstmal hier hinzukommen und dann hier hin. So. Okay. Dazu müssen wir hier das Kringel setzen auf das Lagerfeuer. Gut. Hinten warten schon wieder Langbeine auf uns. Passt mir überhaupt nicht in den Kram. Obwohl, die geben Echohülsen. Speichern wir hier vorne gleich nochmal. Ein Holz. Brauchen wir alles. Tatsächlich. Komm, steig auf. Na. Na komm. So, da oben sind schon wieder die Schneeberge. Eine Wüste zum Schnee. Herrlich. Die Langbeine, die wollen es nicht. Ruhig. Ah, ganz gemütlich. So. Machen das wieder hier oben drauf. So. Wir wollen jetzt hier hoch. Ich frage die, ob der Läufer dann da bleibt. Ein Reittier. Also hier oben ist auf jeden Fall erstmal Panoramablick. Den nehmen wir natürlich. Machen wir natürlich auch einen Panoramablick. Mal gucken, wo wir genau hier hoch können. Nee, das ist da drüben drauf. Da ist ja sogar ein Seil. Okay, dann gehen wir hier lang. Hopp. Eieiei. Da muss doch hier irgendwas zum Klettern dran sein. Oder hier einfach nur den Weg hoch. Oder so. Ach, nö. Was ist das denn? Plünderer, Plünderer. Wir wollen unseren Panoramablick hier plündern. Bin ja wohl. Hab ich dich. Aber mit Plünderern sollten wir eigentlich leichtfertig werden. Das sind ja einfach. Oh, ist das wirklich ein halbes Leben? Energiezelle? Ist das wirklich eine Energiezelle? Die wir unten in einem Bunker brauchen? Ich werde verrückt. Das wäre ja der Hammer, wenn wir eine von drei Energiezellen hier finden könnten. Genau, ich bin längst weg. Den einen können wir uns eigentlich gleich holen, oder? Ah.
Genau. So. Oh, was liegt denn hier alles? Zünder. Zünder. Ein Panorama. Jo. Ich frag mich, was es mir zeigen wird. Fallschabenspule. Metallgefäß. Wo war jetzt die Energiezelle? Hä? Oder war das irgendwas, was ich abgeschossen habe von dem einen? Tag 12. Als wir zusahen, wie der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Jo, wie war das jetzt? Wie macht man das? Als würde man die Haut mit Schleifpapier bearbeiten. Ja, guck mal, du bist fett eingekleidet, Aloy. Also, was beschwerst du dich eigentlich? Oh. Ich kann, warte mal, wie war das jetzt mit dem Panorama? Panorama. Notizbuch, Sammelobjekte. Ja, Funktion nicht schlummerte. Ja, Tag 12. Als wir zusahen, wie der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Okay, hallo Ma, Endstation. Danach habe ich alles gesagt, was ich wollte. Es war ein Routinestart, aber für uns hätte es genauso gut Apollo 11 sein können. Es war meine erste eigene Arbeit. Ein Sucherextraktor mit einem verbesserten Antriebssystem, das ich entworfen hatte. Das Gerät war für M89282 bestimmt. Einen Asteroiden mit großem Vorkommen an Ruthenium und Wolfram. Eine Abbaustelle von Metallurgik, wie es der Zufall wollte. Es war durch und durch ein Familienereignis. Wir standen also im Freien, als es Nacht wurde und die Sterne vorher. Und natürlich dachte ich an jene Nacht, vor vielen Jahren, als wir gemeinsam die Perseiden beobachtet und von genau diesem Moment geredet und geträumt hatten. Du musst ebenfalls daran denken, denn als der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand und du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Und schon damals wusste ich, dass das nicht stimmte. Das Ding flog zu einem Felsen, nicht zu einem Stern. Es war ein Routinestart, ein Aufbruch zu neuen Ufern. Aber mein Herz war zu voll für Halsspaltereien. Ich lächelte nur und drückte deine Hand. Das war der schönste Moment meines Lebens, du und ich. Immer voran, der Beginn etwas Großartiges. Aber nach deinem Tod und meinem Zusammenbruch hat sich die Bedeutung dieser alles, was vorher wundervoll, so wundervoll war, bin jetzt verdorben und falsch zu sein. Es erschien falsch, weil es falsch war. Ich hatte nie irgendwas in die Klar, ich hoffe mal an so ein Projekt zu arbeiten, aber einer Raumsonde oder einem Kolonieschiff. Aber es ist nie passiert. Und jetzt war meine Karriere vorbei und es würde auch nicht mehr passieren. Und dann, als ich von der Plage erfuhr, verfolgte mich die Erinnerung. Ja. Denn es war nicht nur ich, der es nicht geschafft hat, eine Geschichte in den Sternen zu schreiben. Es waren wir alle, unsere gesamte Spezies. Alle unsere Erfindungen, unsere Technologie, unser Streben, alles war umsonst.
Ich habe oft zu den Sternen hingeschaut. Und die ganze Geschichte, die ich dort geschrieben habe, ist, dass wir klein und unbedeutend sind und, oh meine Entschuldigung, und bald beinahe spurlos verschwinden werden. Es ist eine traurige Geschichte und sie fällt mir nicht besonders. Sie gefällt mir nicht. Ich vermute, ich habe in den letzten 12 Tagen wohl versucht, eine andere Geschichte zu erzählen. Keine große Geschichte, die in den Sternen schrieb, sondern eine winzige, geschrieben am bescheidenen Boden der einzigen Welt, die wir je kennengelernt haben. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass irgendjemand oder irgendwas sie je lesen wird. Aber ob das passiert oder nicht, die Wahrheit der Geschichte bleibt bestehen. Dass da mal ein Planet namens Erde war, auf dem ein Junge namens Barschar lebte, der seine Mutter sehr geliebt hat. Mach's gut, Ma, ich liebe dich. Barschar Marti, Sohn von Amal und Baihash, Stiefsohn von Ovaid Mahante, 24. November 2064. Okay. So. Wie machte ich das jetzt? Das ging doch irgendwie. Ich konnte doch irgendwie hier das. Dass ich hier irgendwas sehen kann. Das war doch. Also entweder bin ich jetzt zu blöd oder. Panorama zugreifen. Ja. So. Ja, das ist ja bloß das Audio. Panorama Cache. Ich bildete mir ein, hier konnten wir noch mehr machen. So. Okay. Wir machen aber was. Wir sind ja gerade hier. Warte mal, wir machen das mal nicht. Ich habe ja gesagt, an den Panorama ausblicken, da machen wir. Das machen wir mal weg. Ja. Also allzu viel gibt es nicht zu sehen. Das da unten ist die Ecke, das Ding, wo ich nicht hin soll. Sonnenfall. Also wenn wir doch dann irgendwann dorthin sollen. Das sieht nämlich wichtig aus, das Ding. Jo. Und das Spiel warnt uns davor, dass wir zur Zeit nicht dorthin gehen. Auch nicht schlecht. Jo. Wie gesagt, dort gehen wir auf jeden Fall noch hin, wenn es wichtig wird. Wir können ja über ein Lagerfeuer hingehen. Das sind alles so Ruinen. Das erinnert mich teilweise tatsächlich ein bisschen an Warrant. Okay. Panorama. Okay. Warte mal, machen wir mal den Typen da weg. Okay. Gehen wir mal weiter. Jo. Jetzt wollten wir da drüben die Metallblume haben. Genau. Oh. Wir seilen uns nicht hier ab. Machen uns das jetzt einfach. Wir gehen hier zum Lagerfeuer runter und von da aus zur Metallblume hoch. Speichern gleich ab erstmal. Wir stehen hier eigentlich im Wasser. So, speichern. Machen wir wieder hier oben drauf. Jo. Im Panorama geht's zur Metallblume. Dann müssen wir hier vorn hin. Genau hier hin. Jo. Na komm. Dann mal los! Ja, dann mal los. So. Panzerwanderer. Wir werden wir eigentlich inzwischen mit Panzerwanderern fertig. Die haben wir lange nicht mehr bekämpft. Kommen wir von hier aus da hoch? Sollten wir es eigentlich so mehr oder weniger? Ohne dass wir die Panzerwanderer jetzt irgendwo. Hier hoch? Gucken wir mal. Wo ist mein Tierchen? Ui! Und
das Ding hier kreisen natürlich wieder jede Menge Geier. Das kotzt mir an. So. Das sind wirklich Sturmvögel, oder? Graue habe ich. Ja gut, graue habe ich, da haben wir schon so viel kaputt gemacht. Wie weit sind wir jetzt? Wir sind direkt hier fast. Niemand geht nicht. Das ist hier oben drauf, hier. Oder? Oder wollen wir die machen? Nee, scheiß drauf. So, ui. Nein. Lass mal Ruhe. So. Wo wollen wir als nächstes hin? Wir wollen, wie gesagt, wir wollen ja hier die Straße lang, genau. So. Die Metallblume haben wir eingesammelt. Ja, okay. Hier hätten wir noch was. Altes Gefäß. Warte mal, hier war doch noch irgendwas mit der Banuk-Figur. Wo war die? Die wollten wir doch auch noch einsammeln. Die ist hier. Scheiße. Jetzt ist mein Reittier weg. Ja, egal. Scheiße. Okay. Bin ja glücklich, dass ich das noch vor Ende der Folge mitgekriegt habe. Da oben sind neue Reittiere. So. Aber die Frage, wo genau? Oh, warte. Müssen wir wieder klettern, oder? Da oben, wie komme ich da hoch? Ey Leute, die wollen uns hier ein bisschen verkohlen, kann das sein? Auf! Sind wir hier hoch? Ah, ich schürf mir alles auf! Mit Echo. Das ist Balancing. Ist hier hoch? Ey Leute, schaffst du das? Ja, das Problem ist bloß, wir kommen wir nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich von hinten irgendwie ran. Kommen wir hier irgendwie hoch? Da ist bloß was zum Abseilen. Ich will aber hochklettern. Das muss natürlich alles wieder so hochgebaut sein hier, Mensch.
Ich sehe gerade auch keine Kletterkanten. Ach, das ist doch Mist. Das ist doch scheiße. Und hier irgendwie. Von der Seite. Wir versuchen es nochmal. Wir gehen nochmal hier zurück. Wir versuchen mal von der anderen Seite dran zu kommen. Ja, so. Da. Ja, irgendwo Kletterkanten oder sowas wären. Was ist hier? Ich geh kaputt. Und nun? Ach so, hier drüben. Und weiter? Hier oben. Sieht man kaum. Greift mich jetzt gleich hier oben was an? Die komische Geräuschkulisse. Oh, da. Jawoll. So. Oh. Wir sind aber noch nicht am Ziel unserer Träume hier. Deswegen klettern wir ganz einfach mal weiter. So. Darüber. Ups. Na, hoch mit dir. Du wirst doch nie etwa hier runterfallen will. Slow motion. So. So, darüber. Okay. Ada ist eine sehr mutige junge Frau. Ohne Furcht. Oh, Höhen. So. Was? Komische Richtungsangaben hier. Sieht aus wie eine von diesen Banuk-Skulpturen. Genau. Erste Banuk-Figur gefunden. Jawohl, ja. So. Okay. Habe ich doch gewusst, dass es hier irgendwas zum Klettern gibt. So, dann würde ich mal sagen, komm, Aloy. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Woll. Das macht's ja wirklich richtig geil. So. So, dann gehen wir hier direkt. Ne, hier dürfen wir nicht. Panorama haben wir. Wir gehen hierhin zurück. So. Ich wusste doch, dass wir da was vergessen hatten. Wir wollten Metallblume, Figur und Panorama. Gut, jetzt haben wir zwei Metallblumen. Nur sammeln wir natürlich alles mit ein. So. Lass mich raten. Na klar, mein Türchen ist weg. So. Wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen die Straße hier lang weiter. Was haben wir da drüben? Was sind das für welche? Ups, hopf doch mal ab. Das sind Graser, oder? Graser, hervorragend. So, was wir jetzt machen, dann haben wir noch. Wir haben ein Lagerfeuer hier in der Nähe. Hasern geben Rohstoffe, Lohe und den ganzen Quatsch. Die nehmen wir uns. Und eine hiervon. In der nächsten Folge setzen wir dann. Gut, die Grazer werden in der nächsten Folge wieder da sein. Aber ich könnte auch versuchen, die Panzerwanderer hier zu holen. Das machen wir in der nächsten Folge definitiv. Wenn wir wieder lang gehen.
Welchen fangen wir an? Ey, da sind Langbein dazwischen. Machen wir noch ein bisschen Action hier. Ganz ruhig. Im Visier. Mehr? So, danke schön. Echohülse, hervorragend. Stufe 39 erreicht. Die nehme ich noch mit in der Folge. So. Ich bin gewusst, dass wir das alles noch mitnehmen. So. Wo liegen jetzt die ganzen Graser rum? Aber in Grasern ist, wie gesagt, das Schöne, einfach bis auf das Ding da hinten zielen und bumm. So. Ja, Lohe, auf jeden Fall. So, wir werden wieder, wir kriegen ja wieder, Leute, das ist ja geritzt. So. Was rennt da denn noch rum? Das ist noch hier, das ist noch ein Wächter, oder? Ich muss da was kommen. Genau so will ich dich hören. So. Okay. Wo liegt jetzt noch irgendwelcher Plunder rum? Hier. Stufe 39. So, da gehen wir jetzt. Ja, gut. Da gehen wir jetzt zum Lagerfeuer zurück. Wie gesagt, die Bande hier sowieso wieder da nächste Folge. Nach Neuladen. Jo. Was haben wir da noch? Was ist das? Das sind zwei Langbeine, oder? Das stinkt nach Langbeinen. Das sind zwei Langbeine. Nee. Gut. Ja, da daraus werde ich später einen Trank brauen. Ja, die Wege sind nicht einfach. Die ziehen sich auf jeden Fall. So. Hey Eloy, mein Engel. So, wir wollen das nächste Mal, gehen wir hier den Weg lang, endlich. Bahnen uns hier unseren Weg durch die Maschinen und gehen hier oben hin. So. Plündere das Ausrüstungsversteck. So. Gut, das steht definitiv dann in der nächsten Folge an. Was haben wir hier noch? Rohstoffe. Was ist das denn? Behemoth, dieses ausgewöhnliche Maschinenteil kann nur vom Behemoth, ja, ja, okay. So, Schatzkisten. Nee. Ein. Ach, die hast du alle noch nicht ausgeräumt, oder? Ja. Oder sind die neue? Sehr voll hervorragend. Lohe.
haben wir doch das Schnellreisepaket genommen. Klasse. Hüllsaft, Reinholz, Holzgewebe, Echohülse. So. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, okay. So. Was haben wir hier? Die Metallblume, genau. Modell 2. Jawohl. Nee, hey, warte. Wir sind noch nicht fertig. Inventar. Da unten haben wir noch die Badook-Figur. Ja. Okay. Gut. Speichern wir das Ganze. Ey, Leute, aufstehen. So. Speichern das. Machen das wieder hier oben drauf. Kriegt schon was hin mit die Bilder. Keine Ahnung. So. Gut. Dann soll es das für heute auch gewesen sein mit Aloy. Aber wie gesagt, Plan ist klar. Der war die ganze Zeit schon klar. Aber wie gesagt, der Weg von hier unten, der ist nicht unbedingt einfach bei den ganzen Viechern. So. Hier ist noch ein Banditenlager. Ich habe Lust. So. So, wir haben jetzt hier. Wir können. 23, wir können wieder ein paar. So. Lohe haben wir auch wieder. Lohe ist ganz wichtig für die Banditen. Das ist nicht unbedingt wichtig für die Banditen, aber das ist ja schon. So, Einholz haben wir auch. Wieder ein bisschen was. Gut. Hey Leute, ich warne dich. Pack den Mist weg. So. So, mein Engel. Feierabend für heute. Also, hey Leute. Feierabend für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann Daumen nach oben und Abo. Dankeschön fürs Zusehen und ciao.